Schon seit jeher sind schriftliche Zeichen das wichtigste Mittel zur Verständigung unter den Menschen. Der Ursprung war die Bildsprache, deren erste Formen etwa um 50.000 vor Christus an Felswänden verewigt wurden und als Höhlenmalerei bekannt ist. So erklärt sich von selbst, wie Sprachkunst zu ihrem Namen gekommen ist. Sprachkunst verbindet das Erlernen von Fremdsprachen mit der Kunst. Aus Erlebnissen der Seele werden Spuren im Gehirn. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Sprache nicht nur in den dafür zuständigen Hirnarealen vorhanden sein muss, sondern auch in anderen Bereichen des Gehirns. Durch ein künstlerisches Lernumfeld, welches die Fantasie anregt, werden bei uns optische Reize geschaffen, die das Erlernte nachhaltiger speichern. Unsere Lehrer sind Native Speaker mit einer pädagogischen Ausbildung und künstlerischem Interesse. Die jeweiligen Ausstellungen werden in den Unterricht mit einbezogen. Für Fortgeschrittene zum Beispiel anhand von Bild-Skulpturenbesprechungen auf adäquatem Sprachniveau. Für Anfänger anhand von Farb- oder Formbesprechungen. Man muss keine besonderen Fähigkeiten in Kunst haben, um effizienter und interessanter Fremdsprachen zu lernen. Es werden spielerische Übungen zur Förderung der Kreativität angeboten. Der Schüler entwirft ein T-Shirt mit dem Logo seiner Firma oder einem flotten Spruch in der Zielsprache. Oder wie die Firma Ardex in Witten, die bei uns mit ihren 12 Personalleitern weltweit einen Kurs in Action Painting mit Art Dinner gebucht hat, zur Entwicklung der persönlichen Intuition. Am Ende eines jeden Unterrichts hören wir Mozart, damit die durchs Lernen im Gehirn neu entstandenen Nervenbahnen unterstützt werden. Fremdsprachen werden mit dieser Art des Lernens effektiver, nachhaltiger und mit mehr Freude sowohl von Privatinteressierten als auch von Unternehmen erlernt. Fragen Sie unsere Firmenkunden. Ihre Sprachkunst im Luisenhof. Wir verstehen jede Sprache.